Hier sind die EmsTV News. Es ist Dienstag, der 30. Januar. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. In der Nähe von Laaten mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausrücken. Auf einer Kreuzung waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Heute Vormittag kam es in Laaten zu einem Verkehrsunfall. Auf der Hilther Straße kollidierten ein Audi und ein Mercedes. Letzterer wollte aus Hilther kommend abbiegen und übersah den entgegenkommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Autos wurden durch die Wucht der Kollision von der Fahrbahn geschleudert. Nach dem Verkehrsunfall wurden halt entsprechend durch den Verkehrsunfall wurden entsprechend zwei Personen verletzt. Eine Person musste patientengerecht durch die Feuerwehr und in Kooperation mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fahrer des Audis schwer und der des Mercedes leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Einschränkungen im Verkehr. Seit vergangenem Mittwoch muss sich ein 44-Jähriger aus dem Kreis Osnabrück vor dem Landgericht während schwerem Kindesmissbrauchs in 20 Fällen verantworten. Mittlerweile ist bekannt, dass die Taten nicht nur in Ankum im Kreis Osnabrück passiert sein sollen, sondern auch in Barwinkel. Er soll dabei seinen damals 11- bzw. 12-jährigen Neffen im Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2022 schwer missbraucht haben. Einige Taten soll der Angeklagte sogar gefilmt haben. Bei insgesamt 4 Taten soll außerdem ein Bekannter aus Barwinkel beteiligt gewesen sein. Dieser muss sich jedoch in einem gesonderten Prozess verantworten. Die Öffentlichkeit wurde für den weiteren Prozess nach der Anklageverlesung ausgeschlossen. Fortsetzungstermine sind bis Anfang Februar geplant. Im Repair-Café Lingen-Laxton bekommen kaputte Dinge eine zweite Chance. Elektrogeräte, Kleidung, Fahrräder – alles, was eine kleine Reparatur vertragen könnte, ist dort willkommen. Dabei liegt der engagierten Gruppe vor allem der Aspekt der Nachhaltigkeit am Herzen. Das Bürgerzentrum im Lingener Gauerbach füllt sich. Und drinnen wird schon fleißig gewerkelt. Reparieren statt wegschmeißen lautet hier die Devise. Ob Elektrogeräte, Kleidung oder Fahrräder, die ehrenamtlichen Helfer des Repair-Cafés geben ihr Bestes, um die verschiedenen Gegenstände wieder auf Vordermann zu bringen. Die Wartezeit auf die Geräte wird mit Kaffee und Kuchen versüßt. Aber im besten Fall hilft jeder selbst mit. Im Prinzip sollte eigentlich jeder, der hier vielleicht ein Gerät abgibt, auch versuchen, das selber zu reparieren. Dann lernt man das Gerät mal von einer ganz anderen Seite kennen. Man wird nicht dümmer dadurch. Und im Großen und Ganzen hat es eigentlich zwei Ideen, die dem zugrunde liegen. Und zwar, das eine ist natürlich Nachhaltigkeit. Wir schmeißen viel zu schnell weg, weil viele gar nicht wissen, dass sie etwas reparieren können. Oder es ist natürlich, man bringt es weg zum Reparieren und es kostet und es dauert und so weiter. Das macht viele Probleme. Und das andere ist, dass man einfach selber mal wieder versucht, etwas zu reparieren, weil es meistens gar nicht so schwierig ist. Erstmal aufschrauben, reingucken und dann agieren. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel der Aktion. Und diese Idee kommt bereits ziemlich gut an. Auch Menschen außerhalb von Lingen finden den Weg ins Repair-Café, erklärt Helferin Marianne Schlüttke-Bürs. Genau das ist, was in unserer Zeit jetzt passieren muss. Wir müssen einfach mehr Engagement an den Tag legen und nicht was kaufen und wenn es dann nach einem halben Jahr nicht mehr funktioniert, in den Müll und wieder los was Neues kaufen. Deswegen diese Idee zu sagen, wir versuchen eben halt, ja, diese Artikel, und das ist ja querbeet alles. Also wir haben vom Reißverschluss in den Klamotten über eben halt Staubsauger ist bei uns so ein Lieblingsartikel, der immer wieder gerne kaputt geht und repariert werden möchte. Versuchen wir eben halt Nachhaltigkeit richtig bewusst zu leben. Neben dem nachhaltigen Aspekt steht auch das gemeinsame Werkeln im Fokus. Bevor das nächste Mal etwas weggeschmissen wird, lohnt sich der Besuch im Repair-Café. Weitere Informationen zu dieser Initiative finden Sie unter www.repaircafé.org/de. Der nächste Termin für diese Aktion ist der 23. März. Am vergangenen Samstag wurde im Alten Schlachthof in Lingen gefeiert und getanzt. Doch nicht einfach nur so. Das DJ-Benefiz-Event Benebeats lud erstmals zu einer Party für den guten Zweck.
Benebeats, Benefiz für die Ohren. Unter diesem Motto veranstalteten die Clubs des Roundtable aus Lingen und Meppen am Samstag im Alten Schlachthof in Lingen eine Party für den guten Zweck. Wir vom Roundtable zusammen mit dem Tisch 142 aus Meppen organisieren wir auch sonst das Benefizkonzert. Und wir haben gesagt, das Benefizkonzert läuft so gut, es wird gut angenommen, es ist immer eine schöne Veranstaltung und jetzt wollen wir auch was für die etwas jüngere Generation auch noch machen. Und darauf ist die Spennybeats entstanden, sprich mit den DJs, zu denen jeder von uns in unserem Alter früher in den Diskotheken und Clubs hier in Lingen und im Emsland ordentlich gefeiert hat. Und da haben wir gesagt, so, das müssen wir wieder aufleben lassen. Also musste nur noch ein Spendenempfänger her. Die Entscheidung fiel relativ schnell auf den bunten Kreis des Bonifatius-Hospitals in Lingen. Also der bunte Kreis unterstützt Familien, die ein schwerkrankes Kind haben. In der Situation, in der Krankheit und auch nach der Krankheit und bereitet die Vor- und Nacharbeit halt auch vor, unterstützt Familien da halt sehr. Und das finden wir eine richtig gute Sache. Und spenden auch aus diesem Grund, weil wir einfach sagen, die können das Geld wirklich gut gebrauchen. Das ist sehr, sehr gut angebracht. Guter Zweck, gute Musik. Die DJs heizten den Gästen mit Hits aus den 90ern und 2000ern ordentlich ein. Es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Wir schauen jetzt, wie es heute Abend läuft und hoffen natürlich, dass alles gut funktioniert und werden dementsprechend diese Veranstaltung auch weiter fortführen lassen. Und das ist ganz klar auch unser Ziel, dass wir sagen, so, Benebeats ist jetzt 2024 geboren und Benebeats wird es die nächsten 20 Jahre auch immer wieder weitergeben. Das dürfte realistisch sein. Denn der Abend hat sich richtig gelohnt. Der Erlös des Benebeats kann nun an den bunten Kreis übergeben werden. Es gibt Neuigkeiten bei der HSG Nordhorn-Lingen. Auf der Suche nach Verstärkung für die Saison 24/25 ist die HSG direkt zweimal in Coburg fündig geworden. Vom HSC wechseln im Sommer Torhüter Christian van der Merwe und Linksaußen Max Jäger zur HSG Nordhorn-Lingen. Van der Merwe ist 29 Jahre alt und wurde in Dänemark geboren. Nach mehreren Stationen in seinem Heimatland zog es den Familienvater 2022 zum HSC Coburg. Nun will er mit dem Wechsel zur HSG etwas Neues wagen und freut sich auf die kommende Saison. Der Torhüter schätzt zudem die Nähe zu seiner Heimat Dänemark. Der zweite im Bunde ist Max Jäger. Er wird im Februar 27 Jahre alt, ist derzeit Kapitän in Coburg und auf der Position des Linksaußen zu Hause. Das Handballspielen erlernte der gebürtige Gummersbacher beim dort ansässigen VfL. 2018 wechselte der Rechtshänder erstmals nach Coburg. Nach zwei Jahren beim HCR Langen erfolgte die Rückkehr zum HSC. Jäger kennt das Umfeld bereits von vergangenen Spielen gegen die HSG. Nun will er im Trikot der Rot-Weißen für jubelnde Fans sorgen. Es bleibt sportlich. Gestern tagte der Hauptausschuss des Kreissportbundes Emsland in Sögel. Neben der Freude über 3000 neue Mitglieder gab es einen kurzen Rückblick auf die letzten Jahre. Über 12 Millionen Euro sind über den Kreissportbund in die Vereine der Region geflossen, so der sichtlich zufriedene Präsident Michael Koop beim Rückblick auf die letzten 10 Jahre. Die Summe ist für unterschiedlichste Projekte verwendet worden, wie zum Beispiel Infrastruktur oder Fortbildung. Mit Blick auf die Proteste gegen rechts der letzten Wochen positionierte sich der Bund klar gegen Extremismus. Eine Änderung der Satzung hierzu ist geplant. Der KSB und der Landessportbund haben mit Blick auf die Situation nach dem Hochwasser der vergangenen Wochen ihre Hilfe angeboten. Betroffene Vereine können ab sofort Dringlichkeitsanträge einreichen. Das waren die MCV News für heute. Schalten Sie auch morgen gerne wieder ein. Bis dahin und tschüss.